und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Motorola hat mich kräftig ausgestattet. Es bedeutet, Motorola hat mir die komplette Edge-Serie zugeschickt. Heute liegt hier vor mir das Motorola Edge 20 Pro, hinter mir das Edge 20 und auch noch das Edge 20 Lite. Dazu kommen natürlich auch Videos, aber heute geht es um den Platzhirsch in der Reihe und wir packen es heute aus. Ich schildere euch meine ersten Eindrücke. Ich würde sagen, los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Motorola Edge 20 Pro hier auf der Front, das Logo nochmal 5G natürlich und hier machen sie nochmal Werbung für die Plattform Ready4. Da kommt vielleicht noch ein Video, ich habe es ja schon mal vorgestellt ganz kurz mit dem G100 und hier scheint auch was für die Ready4 Plattform drin zu sein, da schauen wir gleich rein. Hier nochmal einige Details, aber wir machen gar nicht lang rum, wir ziehen die große Packung mal auf, ohne sie kaputt zu machen vielleicht. Und dann sliden wir hier zwei Boxen raus. Einmal das Edge 20 Pro und ja, hier ist das Ready4 Kabel, das HDMI auf USB-C Kabel. Diese wollte ich hier rumdrehen, jawohl. Und da ist jetzt halt das Kabel drin und sonst eigentlich nichts mehr. Aber wir gucken nochmal rein, dass es auch wirklich so ist. Und damit könnt ihr dann auch das Edge 20 Pro zum Beispiel mit eurem TV verbinden und dann halt den Desktop-Modus an eurem TV mit dem Edge 20 Pro zum Beispiel nutzen. Legen wir auf Seite, weil heute soll es doch um das Edge 20 Pro gehen. Wir schauen direkt in die Verpackung, fackeln gar nicht lang rum, legen das hier auf die Seite und es liegt direkt oben auf, wie wir es von Motorola kennen. Eins ist anders, wie wir es von Motorola kennen, es ist keine Hülle dabei. Zumindest liegt es jetzt nicht in der Hülle, es ist auch keine Hülle dabei. Also das ist jetzt mir neu. Was eine Farbe. Gut, erstmal auf Seite, wir gucken, was noch so im Lieferumfang ist. Und dann dürfte hier der Papierkram drin sein. Jawohl, Safety Information und User Guide. Und wir haben hier, was haben wir hier für ein Kabel? Haben wir USB-C auf USB-C? Ich glaube schon, jawohl. Motorola macht das immer öfter und finde ich wirklich sehr, sehr gut. USB-C auf USB-C, Standard mittlerweile fast bei Motorola, zumindest in dieser Preisklasse. Und dann haben wir hier ein Netzteil, es ist mächtig groß. Ihr seht hier USB-C. Ihr habt hier 30 Watt Netzteil bei einem Akku von 4500 mAh und ich habe vorhin erwähnt, in dieser Preisklasse, preislich liegen wir UVP bei 699 Euro. Link findet ihr natürlich unten, wie immer in der Videobeschreibung. Und dann schauen wir, was noch dabei ist. Natürlich ein SIM-Karten-Tool, das ist sehr wichtig. Da gucken wir auch später in dem Schacht noch rein. Und das war's, keine Kopfhörer. Und jetzt kommen wir direkt zum Gerät und ich muss nochmal die schöne Rückseite mir angucken. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Wir haben hier Glas auf der Rückseite und das Motorola Edge 20 Pro ist auch im Moment das High-End-Smartphone von Motorola. Es ist die einzige Farbe, Mitternachtblau heißt die Farbe, die Motorola in Deutschland anbietet. In anderen Ländern gibt es noch zwei weitere Farben, Weiß und Blau, glaube ich, und sogar noch eine, die Schwarz dürfte auch dabei sein. Ja, aber fangen wir am Rahmen an, der hier, ja, es hört sich an wie Metall, aber zumindest ist ein Kunststoffüberzug drüber. Hier oben der Power-Button doch etwas hoch, Motorola-typisch kann man schon fast sagen, etwas hoch angesetzt, oben drüber dann noch höher die lauter und leiser Wippe. Da muss man dann doch kräftig umgreifen, wenn man da was erreichen will. Und dann haben wir hier oben ein erstes Mikrofon und hier auf der Seite haben wir den Google Assistant-Button, auch schon oft zu sehen bei Motorola, sonst haben wir auf der linken Seite nichts, auf der Unterseite den SIM-Schacht und auch wieder das CE-Zeichen. Ihr habt schon vielleicht gemerkt, auf der Rückseite kein CE-Zeichen. Motorola ist der einzige Hersteller, der das so macht, dass das CE-Zeichen hier unten aufgebracht ist. Und das finde ich wirklich immer sehr, sehr schön gemacht, weil dann ist die Rückseite schön clean. Ja, Importgeräte hat das natürlich auch nicht, ein CE-Zeichen auf der Rückseite, aber andere Hersteller packen das immer so unschön hier drauf. Bei Motorola ist das hier nicht der Fall. Ja, jetzt pieksen wir doch mal in den SIM-Schacht und schauen, was Motorola uns da anbietet. Aber ich glaube, ich weiß es schon, es ist in Anführungszeichen nur Dual-SIM. Also ihr könnt zwei SIM-Karten verbauen, aber ich sehe gerade,
Ihr habt hier auch einen Gummiring. Das Gerät ist nach IP52 zertifiziert, also zumindest gegen Eindringen von Staub und Spritzwasser etwas geschützt, nicht voll geschützt. Jetzt machen wir den wieder rein. Wie kommt er rein? So rum kommt er rein. Dann haben wir hier USB-C 3.1 Port, braucht man, um die Ready4-Plattform zu nutzen, und einer von zwei Lautsprecher, der zweite ist dann hier oben in der Hörmuschel integriert. Ja, Motorola hat hier wirklich ein großes Smartphone rausgebracht, und aber es liegt sehr gut in der Hand, das kann ich jetzt schon mal sagen. Die Rückseite ist schön griffig, trotz dass es Glas hier ist. Übrigens, das Motorola-Logo ist diesmal nicht der Fingerabdrucksensor. Der Fingerabdrucksensor ist hier im Powerbutton versteckt. Aber wir kommen jetzt zu den Maßen des Gerätes, und hier haben wir 75,9 mm auf 163,2 mm und es ist wirklich sehr schön dünn, 7,9 mm dünn bei 190 Gramm. Der Kamerabump guckt etwas heraus, ist vollkommen okay. Ich bin immer noch irritiert, dass keine Schutzhülle dabei ist. Vielleicht aber hat mein Vortester oder der Vortester die Schutzhülle einfach nicht reingelegt. Ja, auf der Front, und da ist auch keine, oder? Nein, es ist auch keine Display-Schutzfolie drauf auf der Front, und ich schalte es schon mal ein, hoffentlich ein bisschen Power drauf, jawohl. Haben wir ein 6,7 Zoll großes OLED-Display, Full HD Plus Auflösung 1080 x 2400 Pixel bei 394 ppi. Endlich 20:9. Kein 21:9 oder andere Formate mehr, das finde ich sehr gut. Und hier liefert Motorola jetzt voll ab, 144 Hertz Bildwiederholungsrate und 480 Hertz Abtastrate. Also hier können Gamer wirklich was erwarten. HDR10 Plus zertifiziert, Gorilla Glass 5 auf der Front als Schutz. Fingerabdrucksensor, wie gesagt, nicht im Display, sondern hier im Powerbutton integriert. Und hier oben haben wir eine Punch-Hole. Da versteckt Motorola eine 32 Megapixel Frontkamera, von der ich mir doch einiges erwarte, mit einer Blende von f2.3. Natürlich könnt ihr das Gerät darüber auch entsperren mit der Gesichtserkennung. Bei Kameras gehen wir natürlich direkt auf die Rückseite, und hier haben wir ein Triple-Kamera-System, und dieses hat dann schon was zu bieten. 108 Megapixel Samsung-Sensor, hier steht es auch nochmal drauf. 108 Megapixel ist der HM2-Sensor mit einer Blende von f1.9, 16 Megapixel ultraweit, Blende von f2.2, 119 Grad Weitwinkel. Und der letzte Sensor, 8 Megapixel Telesensor mit einer Blende von f3.4, und damit könnt ihr einen optischen Zoom, einen fünffach optischen Zoom darstellen. Und die Hauptkamera kann zum Beispiel 8K Videos in 24 FPS, natürlich dann auch 4K Videos 60 FPS und sogar Makro-Videos sind damit möglich, auch in 4K, darauf bin ich auch mal gespannt, was das sein soll. Videostabilisierung ist natürlich auch vorhanden, elektronische Bildstabilisierung, HDR, Autofokus. Ihr könnt auch bis zu 50-fach Super-Zoom, 8-fach Digital-Zoom und wie gesagt 5-fach optischer Zoom darstellen. Die Bilder könnt ihr auch im RAW-Format abspeichern, also doch einiges geboten bei der Kamera. Ich bin wirklich gespannt und ihr könnt auch gespannt sein. Fotos seht ihr natürlich hier auf Social Media, ich blende euch da was ein, folgt gerne, da freue ich mich auch immer wieder. Ja, als Software, und das ist ja auch bei Motorola bekannt, haben wir Android 11 in fast reinster Form. Die normalen Motorola Gadgets sind halt auch dabei, das Hacken wieder und das Schütteln und die Verbesserungen, die sind wirklich top. Und jetzt richten wir es einfach mal ein und dann sehen wir uns gleich wieder. So, im System angekommen, hier die typische Motorola-Oberfläche, das Smartphone rödelt noch ein bisschen vor sich hin, aber ich zeige euch mal was Helles, dann seht ihr auch die richtig schönen dünnen Displayränder, und das sage ich wirklich aus vollem Herzen, weil Motorola war bekannt oder ist immer noch bekannt für doch etwas dickere Ränder, und hier habt ihr doch wesentlich dünnere Ränder als in der Vergangenheit. Oben und unten sind, also Kinn und Stirn, sind wirklich schön symmetrisch, sogar die Seiten nochmal etwas dünner, also es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Hier oben die Punch-Hole jetzt auch nochmal schön zu sehen und OLED-Display bei 144 Hertz. Ich habe es eben gerade aktiviert, also da sieht man nichts ruckeln oder zuckeln, und das ist natürlich auch
geschuldet, in Anführungszeichen, dem verbauten Chipsatz. Es ist der Snapdragon 870. Es ist der Octa-Core mit 3,2 GHz. Wir kennen ihn mittlerweile aus mehreren, ja, Oberklasse-Smartphones. Gepowert oder unterstützt wird das Ganze nochmal von der Adreno 650 Grafikeinheit und dann satte 12 GB LPDDR5 RAM und 256 GB UFS 3.1 interner Speicher. Wie wir gesehen haben, leider nicht erweiterbar, aber 256. Es ist die einzige Version, die man kaufen kann. Das sollte doch schon lang für Speicherplatz sorgen. AnTuTu Benchmark-Punkte, 722.864 Punkte erreicht dieses Setup. Also hier können Gamer wirklich zuschlagen und doch mal ein Auge drauf werfen, ob das was für einen ist. Ja, sonst ist hier LTE natürlich dabei, 5G ist auch dabei, WLAN 2,4 und 5 GHz, Wi-Fi 6, der neueste Standard, Bluetooth 5.1, NFC fürs mobile Bezahlen, ganz wichtig, 4500 mAh starker Akku bei 30 Watt Turbocharge und hier liegt vielleicht so die kleine Schwäche des Motorola Edge 20 Pro, 4500 mAh bei 144 Hertz AMOLED Display. Ja, da bin ich mal gespannt, wie lang die Laufzeit sein wird. Davon werde ich natürlich berichten, wie gesagt, auf Social Media oder vielleicht auch noch zu einem zweiten Video zu dem Motorola Edge 20 Pro. Ja, mein erster Eindruck, ihr hört es an meiner Stimmlage, ich bin doch wirklich sehr begeistert. Auf der Rückseite Glas und das sieht wirklich sehr toll aus. Mitternachtsblau nennt Motorola diese Farbe. Vom Kamerasetup, da bin ich wirklich sehr gespannt, was es drauf hat. Und das Display kann natürlich total überzeugen. Also 144 Hertz OLED, da bleibt kein Wunsch offen. Ich bin total begeistert davon. Und jetzt würde ich sagen, das war's für dieses Video zu dem Motorola Edge 20 Pro. Sonst komme ich noch mehr ins Schwärmen. Ich schaue mir das Gerät jetzt genauer an. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne mal einen Kommentar und ein Like da. Und um keine weiteren Videos zu verpassen, auch zu den Brüdern des Motorola Edge 20 Pro, nämlich das Motorola Edge 20 und das Edge 20 Lite, dann abonniert auch gerne diesen Kanal und dann bleibt mir noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!